vielleicht aufs Lehrjahr gar nur mehr einschieben dann. Es hat zwei umstrittene Situationen gegeben. In die Meisterschaft ging es für den VfB Admira Wacker Mödling in der Tabelle Stufe für Stufe, Schritt für Schritt hinunter. Von Panik ist von uns Gott sei Dank, unserer Seite Gott sei Dank noch nicht die Rede. Es sind absolut keine Panikkäufe. Man hat gesehen, dass wir zu dünn besetzt sind von erfahrenen Spielern. Und wir haben jetzt die Gelegenheit beim Schopf gepackt und werden aber auch noch Ausschau halten nach den ein oder anderen Topspieler. 23 Mal hat es im Admira-Tor heuer schon eingeschlagen, allein 15 Mal in den letzten drei Spielen. Dennoch hat der Club zunächst in Offensivspieler investiert. Ich glaube, dass diese 15 Tore nicht unbedingt immer mit der Verteidigung im Zusammenhang zu bringen sind und daher haben wir reagiert und haben eben offensive Leute geholt. Mai 1996, Rapid gegen Ried. Maciej Sliwowski und Hubert Mösenieder werden erstmals gemeinsam in einem Spiel geschichtlich erwähnt. Ab heute sollen sie beide ins gleiche Tor treffen. Ich habe da kleine Reibereien gehabt in Braunau und jetzt ist eben der Tausch mit Bernd Dalosch und mit mir gekommen. Und für mich ist es überraschend eigentlich, dass er erst ein bisschen hergekommen ist und für mich ist es eine neue Herausforderung und ich kann mich wieder ins Rampenlicht spielen für weitere Aufgaben. Meine Entscheidung war ganz klar. Ich habe neue Vereine gefunden, also ich habe Angebot gekriegt von Admira und das ist, ich bin schon da. Ich bin zufrieden. So und jetzt bitte ich Sie gut aufzupassen, denn um dieses Spiel dreht sich unsere Frage bei unserem Max-Gewinnspiel. Admira Wacker Mödling also gegen Keli Ried und die Rieder, die waren bisher immer so ein bisschen als Abstiegskandidat verschrien. Sie haben aber fleißig Punkte gesammelt und haben auch heuer schon wieder 10 Punkte. Jene 10 Punkte, die Admira Wacker Mödlings Trainer Wolfgang Kinas nach diesem Spiel gern auf dem Konto hätte. Wird vom Binder gefault? Binder, der auch viel Laufarbeit leistet auf seiner Seite, viel auch in die Defensive zurückgeht. Hier fault der Drechsel. Freistoß für Ried. Drechsel, Oerlemans und 1:0 für Ried in der 81. Minute. Das ist schon eine überraschende Führung für die Rieder. Drechsel zirkelt den Ball zu Oerlemans, Hieblinger kommt da nicht mehr heran und Oerlemans bringt Ried mit 1:0 in Führung. Dann kommt es hier zu einem Scharmützel zwischen Ungar und Mösenieder. Dafür gibt es die gelbe Karte für Ungar. Mösenieder fällt hier, als hätte ihm Tyson ins Ohr gebissen, aber Ungar hält die gelbe und Reutinger jubelt. Endlich die Serie bei den Auswärtsspielen zu Ende. Admira Wacker Mödling verliert gegen Ried 0:1. Ja, und die Situation für Trainer Wolfgang Kinast wird natürlich... Leider die Ruhe vor dem Tor, denn wir waren einfach vor dem Tor zu hektisch und haben diese wenigen Möglichkeiten, die wir gehabt haben, eben aufgrund von zu wenig Ruhe nicht verwertet. Und die heutige Partie, da kann ich der Mannschaft vom Kämpferischen, von der Einstellung sicherlich keinen Vorwurf machen. Angesprochen, keine Vorwürfe, was das Kämpferische betrifft, könnte man jetzt provokant sagen, die Mannschaft will zwar, aber sie kann nicht. Das will ich nicht so behaupten, aber man sieht ja, dass in einer Zehnerliga viel Klasse dazugehört, um da bestehen zu können. Herr Reuting, Ihre Mannschaft hat in den letzten 16 Spielen außerhalb von Oberösterreich im Schnitt 0,02 Punkte gemacht, heute gleich 3, können Sie Ihr Glück schon fassen? Ja, das lässt unseren Schnitt natürlich nach oben schnellen. Es ist aber ein einmaliges Ereignis und nachdem einmalige Ereignisse jemanden widmen darf, so möchte ich im Namen der Mannschaft unserem Fanclub Schwarz-Grün diesen Sieg widmen, denn sie sind 16 Mal mitgefahren, haben uns immer tatkräftig unterstützt und nie wurden sie belohnt. Und heute freuen wir uns nicht nur für uns, sondern auch für unseren Fanclub. So, und damit sind wir bei Patzer geleistet hatte, der im Winter geholt wurde, noch von Herbert Ilsanker, der zu wenig kontinuierlich spielte. Dann wurde jetzt der Ungar Szabolcs Szafár verpflichtet und der könnte aus dem Schatten von Otto Konrad treten und selbst zum strahlenden Star werden.